Im Stream. So, hack jetzt weiter mit Assassin's Creed. Flammende Falle. Sie ist beim Erntumhof, westlichen Ochsenfordskaja. So, da schauen wir gleich hin. Erntumhof. Das Pferd. Schwäche Edwins Einfluss in Ochsenfors. Gut finden. Was siehst du da oben, Söhne? Bilder davon. Perfekt. Davon, dir zu helfen. Guter Mann, möchtest du unter Edmunds Stiefel leben? Denn so wird es sein. Was? Das sind meine Waren! Davon lebe ich! Da ist Volke. Du hast eine schroffe Art, einen Streit zu beenden. Wir haben keine Zeit für philosophische Debatten. Wir könnten die Soldaten mit diesen Ölkrügen überraschen. Ich sehe brennende Männer vor mir. Schreiende Soldaten. Wenn wir das Öl und die Vorräte neben dem Heu an der Straße aufstellen, wird es lichterloh brennen, wenn die Soldaten eintreffen. Warte bei dem Vorsprung und halte Ausschau nach ihnen, ja? Ich werde aufheulen, wenn sie sich nähern. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Sollen wir sie verstecken? Frische Leichen könnten Verdacht erregen. Scheiße, das wird teuer. Auf die Hauptstraße, um die Falle zu stellen. Also daher. Haben wir es einfach daher. Was war das? Mein Aufheulen. Edwins Männer kommen. Auf welche Seiten? Mach dich bereit! Die Soldaten sind nah! Stimme so nur an her.
Sanjido. So, das will ich mal auf. Auf den Vorsprung. Nochmal aufstehen. So. Sprich. Das war der letzte. Nun wird Edwin vergebens auf Unterstützung warten. Stimmt etwas nicht? Nein. Nein, ganz im Gegenteil. In der Abtei behauptete dein Bruder, ein Abkömmling der Götter zu sein. Stimmt das? Ist er ein Nachfahre der Kinder der Archonten? Der Isu? Nichts für ungut, Volke. Doch höchstens die Hälfte von allem, was du sagst, ergibt irgendeinen Sinn für mich. Verzeih mir. Ich erwarte oft zu viel von meinen Zuhörern. Die meisten fürchten die Verdammnis. Dabei ist Unwissenheit das größte aller Übel. Unwissenheit worüber? Welch vollkommener Satz. Ich frage etwas einfacher. Könnte dein Bruder von den Göttern abstammen? Oder gar selbst ein Gott sein? Ich weiß es nicht. Ich möchte es abstreiten, aber ich habe schon so einiges gesehen.
Visionen, Weissagungen. Es ist schwer zu erklären. Höre immer auf deine Visionen. Vielleicht wurdest du vom wahren Wissen berührt. Sigurd ist nur ein Mensch. Er ist mein Bruder und auch Sohn eines Königs. Er mag ja viel von sich halten, aber er ist kein Gott. Ist es möglich, dass seine königlichen Vorfahren auf einen Gott zurückgehen? Was denkst du? Wir haben keine Zeit für solche Hirngespinste. Ich sollte zu Gedrick zurückkehren, um zu sehen, wie die Vorbereitungen für den Angriff vorangehen. Viel Erfolg, Eivor. Ich bleibe hier und bete für die Seelen der Toten, bevor ich nachkomme. Flammende Falle abgeschlossen. Schauen wir nur da rein, da haben wir was aufgesprengt. Sprich mit Gedrick. Da. Was mir sagt jetzt? So schaut's gut aus. Da haben wir noch was. Eimer. Was brauchen wir denn, Eimer? Leder.
Kontrollraum muss irgendwo los sein. Da ist die Kiste. Eine Rune des Lebens, Rüstungsrune. Wo können wir mal her schon? Dann gehen wir mal wieder zurück. Alter Brief, Vater, ich habe für den Menschen hier getan, was ich konnte. Die Krankheit ist zu stark. Es gibt kaum noch jemanden, um den ich mich kümmern könnte. Ich fühle mich schwach. Komm nach Hause, Vater. Will dich so gerne wiedersehen. Ups. Wie soll ich das jemals schaffen? Hallo? Brauchst du Hilfe, guter Bauer? Rose? Bist du es? Ja, meine Tochter, mein Kind! Ich kann es kaum glauben. Du bist etwas verwirrt. Endlich höre ich deine Stimme wieder. Ich habe noch nie mit dir geredet. Rose, treib keine Scherze mit den trüben Augen deines Vaters. Nun gut. Schön, dich wiederzusehen. Wie schön, dass du wieder da bist, Rose. Aber ich bin so müde. So, so müde. Ich schaffe es nicht, diese Kisten unterzustellen. Erinnerung. Ich muss daran denken, die Kisten unter den Anbau zu schaffen, ehe der Regen kommt. Mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es einmal war. Wo ist Rose? Ist sie fortgegangen? Vor langer Zeit vielleicht schon? Ach weh. So, was haben die Kisten? Na doch. Bevor es regnet, wohin? Ja, Rose, genau da! Oh. Du warst immer schon ein kluges Kind. Stell die anderen auch dazu. Ja, mach mal. Ja. Nur wer dazu war. Um es auf dem Boden finden und abzuschließen. Gibt es noch mehr oder so?
wir müssen Soda herstellen. Zack, bevor der Regen. Mal, müssen wir es da herstellen. Rose, du bist so groß und okay. Stark geworden. Wahnsinn. Das war die letzte. Komm mit, Rose. Wir haben uns seit Jahren nicht unterhalten. Oh, wir. In den Regen unterstehen. Weiße Rosen. Nach deiner Geburt waren das die Lieblingsblumen deiner Mutter. Der Rosenbusch, die... Du bist eine große Hilfe. Reden wir über früher, ja? Die Geschichte, wie ich um deine Mutter warb. Warum nicht? Das kannst du nicht oft genug hören, was? Als junger Mann wurde ich zu einem Landherrn geschickt, um mit dem Vieh zu helfen. Am ersten Tag brachte ich die Kühe vom Feld zurück und sah diese Stallmagd. Ihr Lächeln war wie Sonne in einem Sturm. Ich mochte sie. Sie mochte mich. Wir zogen uns in das Lager zurück, um uns besser kennenzulernen. Okay. Nur das Pendel. Naja, normalerweise hat man schlafen lassen. War sicher geschickter schlafen lassen. Und dann? Was? Oh, ja. Was wollte ich sagen? Ach ja, deine Mutter und ich im Lagerraum. Ja, naja. Der Landherr kam herein und erwischte uns beim Spaß. Er wurde rot vor Zorn und erhob seine Axt. Ich trug nichts als ein Lächeln. Aber deine Mutter war gewitzt. Warum, mein Herr, sagte sie. Dieser Junge kann mehr Milch melken, als du je brauchen wirst. Nun, der Landherr liebte seine Milch und sagte, bringt mir die Milch und vielleicht lasse ich Gnade walten. Wir eilten in den Kuhstall. Wir molkten die Kühe in Windeseile und kamen mit zwei Eimern zurück. Der Landherr löffelte etwas Rahm ab, um zu probieren. Zufrieden ließ er die Milch in den Schatten bringen und rief aus, mehr! Sofort, Herr, sagte deine Mutter, und wir rannten raus. Wie sollen wir mehr bekommen? Fragte ich. Die Kühe sind ausgewollt. Pennt schon wieder. Ah, ich muss wissen, wie es weitergeht. Das geht nicht anders. Die Kühe sind leer gemolken. Deine Mutter sagte, ich solle nicht dumm sein. Führte mich um die Scheune zu den Eimern im Schatten. Wir bringen sie ihm erneut und sagen, sie wären frisch. Und so brachten wir ihm die gleiche Milch nochmal. Wieder war er zufrieden und wieder wollte er mehr. Und wieder gingen wir um die Scheune. Bald hatte er 10 Eimer nach seiner Zählung. So gab er uns sein Einverständnis. Wir rannten in den Stall, stahlen ein Pferd und blickten nie zurück. Nicht viel später wurdest du geboren. Ein Kind so rosig, wie ein Vater es sich nur wünschen kann. Wir nannten dich nach der Kuh. Da fällt mir ein, der Ring deiner Mutter. Ich wollte, dass du ihn bekommst. Hier. Danke, Vater. Er wird mich immer an Mutter erinnern. Der Rosenbusch, den wir beim Grab deiner Mutter gepflanzt haben, ist schon die ganze Eiche hochgewachsen. Oh. Du erinnerst dich? Gleich da draußen. Wieder 2 Fähigkeitspunkte. Das Rätsel gelöst und dann gehen wir so her. Du und deine Mutter, ihr habt all unsere Kleidung gemacht. Dabei durfte man dir eigentlich keine Nadel anvertrauen.
Dass die Schützen genug Pfeile haben. Gedrick. Eivor, hast du Edwin ein paar harte Treffer zugefügt? Ja, sie wird bald merken, wie schmerzhaft sie waren. Richtig. Meine Männer können den Angriff kaum erwarten. Aber es wäre dumm, ihn zu überstürzen. Wieso das? Weil Edwin noch über zu viele Fallen und Verteidigungsanlagen verfügt. Ihre Rotten würden uns zu einem blutigen Brei schießen, bevor sie kochendes Öl wie einen Sommerregen auf uns herabprasseln lassen. Halte die Männer bereit. Ich schleiche mich allein hinein und versuche, die Verteidigung zu schwächen. Bei allem, was heilig ist, du bist wahrlich tollkühn. Alles schön und gut. So, jetzt müssen wir daher. Routen und Ölkessel sabotieren oder zerstören. Da haben wir einige Schätze noch. Rennen schon die Wochen umeinander. Der Bergfried wird uneinnehmbar. Dorthin wird sich Edwin zurückziehen. Sei meine Augen. Yeah.
Kommandos sabotieren? Ah. Es gibt noch mehr zu tun, doch das sollte für den Angriff reichen. Verdammtes Feuer! Es gibt noch mehr zu tun, doch das sollte für den Angriff reichen. Jetzt liegt es an Gedrick, seine Männer zu führen. Oh, wir haben einen Stampf. Ich sage, wir warten. Es hängt einfach zu viel davon ab. Ich bin Jarl Sigurd, Herr von Ostmercia. Und ich sage, wir kämpfen. Jetzt! Ist es getan? Ja. Und hast du das Feld eingehaselt und ein Gedicht über den kommenden Sieg verfasst? Ich bin hier, um mit Gedrick zu sprechen. Nur zu. Dein Herr erwartet. Träumst du immer noch von deinem kostbaren Stein? Es war kein Traum, der mich herführte, Eivor. Ich hatte Visionen. Weissagungen der Götter. Visionen? Ich werde Tyr ein Opfer darbringen. Dem Gerechten. Dem Bringer tadelloser Siege. Sigurd, was für Weissagungen? Sind wir bereit, die Feste zu stürmen, Eivor? Die Zeichen und Omen sprechen für uns. Halte die Fürth bereit. Ich komme zurück, wenn die Zeit reif ist. Wie du meinst, Eivor. Eivor, bist du bereit für den Angriff auf die Feste? Wir sind bereit. Gib den Befehl. Gut. Verlieren wir keine Zeit. Meine Späher berichten, dass ein Trupp von Elfreds Männern auf dem Weg hierher ist. Bringen wir es zu Ende, bevor dieser großmäulige Schweinebauch zurückschlagen kann. Element, die Anschendung. Ist gut bei dir. Kilternhügel. Schieße auf die Bindeglieder um. Die Zugbrücke runterzulassen, okay. Ah, ja.
Na. Lauf nur nach Hause. Igel. Komm her. Zerbrochener Schild. Thank you.
hast das Weibsbild erledigt. Tu, was du tun musst, Tarn der Misthaufen. Ich habe meinem Schier und meinem Volk treu gedient. Ich weiß, wen von uns Gott bevorzugt. Eivor hat dich besiegt, also wird Eivor über dein Schicksal bestimmen. Du hast mit Ehre und Überzeugung gekämpft. Dafür gebe ich dich in Gedricks Obhut. Er wird dich gut behandeln. Das werde ich, sofern du die Freundschaft mit diesem Pisspot Alfred widerrufst. Nun gut. Schafft sie weg. Ich habe mein Wort gehalten. Ich vertraue darauf, dass du dasselbe tust. Unsere Völker sind per Eid verbunden. Ei, du hast uns geholfen, Eivor. Danke. Und solltest du uns je rufen, werde ich tun, was in meiner Macht steht. Das werde ich. Ganz sicher. Ihr solltet euch mit dem Brandschatzen beeilen. König Alfred ist auf dem Weg und er kommt nicht allein. Ja, Kisten müssen wir noch hin. Ich habe etwas... Schlecht. Ein Angriff aus dem Hinterhalt auf ihre Soldaten sollte der letzte Schlag vor der Schlacht sein. Oh. Nachricht des Spitzels, werte Lady, wir haben deinen Wünschen entsprechend das dänische Gesindel beobachtet, das unser Land verdunkelt. Ich schicke diesen berittenen Boten, werte Dame, um zu berichten, dass dieselben Dänen der Gesellschaft der verdammten Ketzerin Fulke gesehen wurden. Sie scheint irgendwie entkommen zu sein. Wenn ich dies schreibe, sind sie auf dem Weg zu dem verlassenen Turm, in dem sich einst ihr gerissener Freund, der uns keine Schwierigkeiten mehr macht, untergedacht war, ein imtiger Diener. Die Tür ist gelaufen. Brief von Alfred von Westsachsen und Lady Edwin. Werte Edwin, bin weiterhin bereit, Unterstützung zu senden in Form von Soldaten und Vorräten, sollte dies nötig werden. Hervorgingen. Das habe ich schon einmal gesehen. Ich kenne diese Worte. Ich... Wer sich an einer Schwelle wiederfindet, sollte sich gut umsehen. Denn wer weiß, welche Feinde in den Hallen dahinter lauern. Ich bin schon einmal über diese Schwelle getreten. Mit Sigurd. Traum. Nicht einmal. Tausende Male. Tausende? Sigurd? Spricht er zu dir? Ja. Doch die Worte sind vernebelt. Wie Schatten. Und doch spüre ich ihre Bedeutung. Und die Esche. Ich sehe den großen Baum des Lebens. Seine Äste strecken sich gen Himmel und öffnen den Weg. Du hast nicht zu viel versprochen. Alles, was du gesagt hast, ist wahr. Eivor, ich bin mehr, als ich zu sein scheine. So viel mehr. Das ist Zauberei, Sigurd. Schwarzer Seder, hör nicht hin! Schwarzmagie. Das ist wahrhaftig.
Das ist alles. Zu den Mauern! Zu den Mauern! Nein, 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 wir sollen looten. Stopp. Er kommt mit einem Heer von Soldaten. Haben wir noch Zeit zur Flucht? Die Männer sind erschöpft. Wir haben keine Aussicht auf Erfolg. Wir brauchen eine Waffenruhe. Wir müssen verhandeln. Ich werde sprechen. Und der König von Westsexer wird zuhören. Oh. So wie ich es verstehe, König Alfred, spricht man deinen Namen nicht gern aus hier in Mercia. Doch bin ich nah genug an Westsexer, um von morgens bis abends meine Lobpreisungen zu hören. Dann geh zurück zu deinen glücklichen Untertanen und überlass die Belange Mercias den Dänen. Nicht bis eure heidnischen Kriegslieder weit außer Hörweite sind. Biete einen Handel am Herr. Bitte, keine Geheimnisse. Beenden wir das hier, Herr. Tauschen wir Männer aus. Meine besten Krieger für eure, um Frieden zu wahren. Danach verlasst ihr Mercia. Wir ziehen uns in den Norden der Use zurück. Klingt angemessen. Wolfric! Mein Kriegstarn. Du gehst mit Gedrick, Bruder. Nenne deinen Mann. Jarl Sigurd. Ich biete mich selbst. Danke, Basim. König Alfred. Warte. Paladin Fulke, du bist in dieser Gefolgschaft? Das war ich, mein Herr. Um mir von Edwin zu holen, was rechtmäßig mir gehört. Sigurd ist der einzige Mann, den du brauchst. Er ist mehr wert als 20 andere. Er ist der Sohn eines Königs. Verräterische Schlange. Und seine Ketzereien sind tiefgreifend, mein Herr. Er hält sich für einen lebendigen Gott. Ich weide dich aus, Trollwein! Schweig! Ein Troll. Ich übergebe mich dir, König Alfred. Denn es ist nicht mein Schicksal, durch deine Hand zu sterben. Bruder! Habt Vertrauen, dass der Herrgott über euch alle wacht. Dieser Mann ist gefährlich, mein Herr. Ich bewache ihn. Wenn du musst, aber behandle ihn ehrbar. Bei allen Göttern, Basim! Was war das? Ich beschatte sie. Sie werden nicht entkommen. Fähigkeitspunkte. Schätze da. Oben. Noch einer.
das ist noch nicht kaputt. Obi. Na, sprengen schon die Rautzen aus. Schlüssel, perfekt. Schnappen Sie den ganzen Loop. Süber, das. Nur zwei haben wir noch. Von ehrwürdigen Taten, die höchst geschätzten Taten unseres gefallenen Aldermanns. Gründung von Handel, Schmiede und Schuhmachergilden. Erschlagung der Bauernaufstände. Ja. Da haben wir die Truhe. So, und da drinnen. Ja, es hat eigentlich auch nur eine Truhe sein. Wo ist die Frau? Jetzt mal oben. War nur ein Wurf? Nein, noch nicht. Eine heilige Kugel. Halskette und Silber. Das Brot mutschen. Da kommen wir übrigens auf. Aber auch nicht. Dann greifen wir mal. Kommt die? Ich glaube, das sogar da ist. Ja, schaut gut aus. Google. Das ist ja so, das haben wir jetzt. So. Oh, leider wieder nicht da. Morgen geht's wieder weiter. Danke fürs Zuschauen. Haut rein.
Ciao.